Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Jetzt geht's los. Die Alemannia schwitzt an in ganz schwarz. Von links nach rechts. Die Gastgeber Kahn Marienborn von rechts nach links. Und der Dreiersturm im 3-4-3. Verzeihung. Schauen wir erstmal auf Wirtz. Oh, Ballverlust. Der darf nicht passieren. Der darf nicht passieren. Zuda. Erste Möglichkeit für die Gastgeber. Es hat was von, ich will nicht sagen Leerkaufen, das ist Unsinn, aber war bestimmt kein unerheblicher Gedanke, dass dadurch die Gegner nicht viel besser werden. Da ist Cepanek mit dem 1:0. 13. Spielminute, das haben sie klasse gespielt und da hat man gesehen, dass diese Dreierkette nicht eingespielt ist. Wir können uns das nochmal anschauen. So, da ist Heinze rausgerückt. Schwermann gewinnt den Zweikampf nicht. Sauerland kommt nicht hinterher und Strauch ist machtlos. Kein Foul an Damaschek und auf der rechten Seite ist jetzt sehr viel Platz. Zuda kommt zu einfach vorbei an Heinze. Super Parade von Strauch. Aber dann ist er immer Suri zur Stelle und macht das 2:0. Applaus. 20. Spielminute. So, da ist wieder Thema Abstimmung. Wilton und Damaschek. Dann kommt Suda so einfach vorbei. Wenn es ums Parieren auf der Linie geht. Oh, Zimpel, das ist äußerst gefährlich. Und dann ist der Ballverlust da. Hemke nimmt den Ball aber nicht gut an. Auch da war deutlich mehr drin. Bapo mit dem Ballgewinn. Bapo für Anzuana. Exocé Anzuana. Dritte Möglichkeit für Aachen. Krumm gegen Heinze. Zimpel, Schauerte hat Platz. Dessen Flanken sind eine Gefahr. Wilton vor Zimpel. Schild. Oh, der sah gar nicht so gefährlich aus im Ansatz. Mit Felix Heim bei der nächsten Unterbrechung. Schauen wir erstmal auf Sauerland. Bapo, nochmal Sauerland. Strafraumbesetzung ist okay. Flanke abgefälscht. Bapo, Statovci und Sebastian Schmidt mit dem 1:2. So, die Aachener gehen hier nicht kampflos nach Hause. 58. Sebastian Schmidt mit seinem Abschiedstor. Und das war technisch höchst anspruchsvoll. Bapo, Statovci wird geblockt und dann fasst sich Schmidt ein Herz und trifft den super. Hammel gegen Damaschek und Statovci sammelt den auf und Hammel für mich mit einem Foul, aber es läuft weiter. Zimpel, Tim Luca Zimpel zwingt Strauch zu seiner zweiten erstklassigen Parade. Bapo, nächster Ballverlust. Waldrich gegen Heinze. Zimpel. Und Kiere gegen Statovci. Kiere 3:1. Und da konnte Strauch dann auf einmal nichts mehr machen. Und es hatte sich so ein bisschen angedeutet, dass hier noch ein Tor fällt und dass es für Kahn Marienborn fallen wird. Schauen drauf. Ja, und genau das ist, was ich meine. Da ist zu wenig Intensität. Statovci sehr weit weg. Und dann ist der Abschluss. Erste Sahne. Nächster Anlauf. Tim Luca Zimpel. Auf links ist ganz viel Platz für Daniel Waldrich. Der lässt noch einen stehen. Zimpel! Oh. Und der war ganz knapp vorbei. 81. Chancen im Minutentakt jetzt. Die letzten 60 Sekunden des 1. FC Kahn Marienborn in der Regionalliga laufen. Heinze. Sauerland, Anzuana mit dem
2:3. Also, das ist ja jetzt ein richtiger Partycrasher. Haben alle geklatscht und dann geht ein Raunen hier durch die Haupttribüne. Exos C an Suana. Drittes Saisontor. Fand ich sehr abseits verdächtig, aber ich glaube, das lange Bein von Krumm hebt es auf und dann ist es ein guter Kopfball. Nur noch 3:2. Schmidt mit der Ecke. Die kommt in Richtung Strauch. Aber Jendrosch hat was dagegen. So, und Waldrich macht jetzt hier gleich das 4:2, weil alle nach vorne gelaufen waren. Und das ist der krönende Abschied des FFC Kamerinborn aus der Regionalliga West. So, ich hab doch gesagt, es fällt ein Tor, oder nicht? Hört doch einmal auf mich. So, und jetzt diese Bilder, die sprechen für sich. Das Spiel ist vorbei. Und da beweist der Schiedsrichter genau das richtige Fingerspitzengefühl. Mit 4:2 gewinnt der 1. FCK Marienborn zum Abschied dieses Spiels, dieser Liga gegen Alemannia Aachen. Und es ist am Ende Platz 5 für die Siegerländer. Und jetzt ist hier natürlich Party auf der Haupttribüne, aber auch Riesenkompliment an die 300-400 Aachener, die da hinten stehen. Es geht hier heute um nicht mal mehr die goldene Ananas, das ist die Blechananas. Und trotzdem machen die sich hier auf den Weg. Circa 140 Kilometer sind es von Aachen nach Siegen. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.